Geil. Super geil. Hast du Spaß? Mega. Ich auch. Für hunderte Frauen und auch einige Männer war es der geilste Tag seit langem. Denn Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz waren am Samstag zu Gast im Cinemax Hannover. Dort haben sie ihren neuen Film Der geilste Tag vorgestellt. Und natürlich auch fleißig Autogramme geschrieben. Die beiden spielen in der Tragikomödie nicht nur die Hauptrollen, sondern waren auch hinter der Kamera aktiv. Florian David Fitz als Regisseur und Drehbuchautor und Matthias Schweighöfer als Produzent. Und darum geht's in dem Film. Andi leidet an einer Lungenfibrose und wird bald sterben. Im Hospiz lernt er Benno kennen, der einen tödlichen Hirntumor hat. Schon bald beschließen sie, sich über Kredite Geld zu beschaffen und aus dem Heim auszubrechen. Denn bevor sie sterben, wollen sie noch den geilsten Tag ihres Lebens verbringen. Was ist das denn? Wir wollten doch als Ende der Welt. Mit dem Panzer. Wie würdet ihr denn die Beziehung zwischen Andi und Benno beschreiben? Also was hat euch an den Figuren gereizt? Ja, es ist ja immer ein bisschen so eine Grundregel, dass je unterschiedlicher die Figuren sind und je größer die Kontraste, desto mehr Spaß hat man natürlich als Zuschauer. Und desto mehr Spaß hast du auch beim Spielen. Insofern, das hat sehr viel Spaß gemacht, weil Andi doch eher vorsichtig und hysterisch ist und Benno ihn von einer Sache in die nächste jagt. Und dann dafür aber auch immer aufs Maul kriegt. Ich glaube, Benno kriegt in dem Film, ich glaube, 8-mal eine gescheuert, ja? Fällt überall runter. Ja, tut sich immer weh. Tut sich immer weh. Ja. Das ist alles so wie im wirklichen Leben. Florian, du bist ja in dem Film Hauptdarsteller, Regisseur und auch Drehbuchautor. Wie hast du das miteinander vereint und favorisierst du vielleicht sogar eine Rolle? Na, ich glaube, Spielen macht schon am meisten Spaß irgendwie, ne? Weil man, das ist immer ein relativ kurzes Engagement und man kann sich da so reinwerfen. Aber es ist natürlich schon auch schöner, was zu spielen, worauf man richtig Bock hat und dann auch vorher, was man geschrieben hat. Matthias, du hast ja auch schon mehrfach Regie geführt und auch parallel den Hauptdarsteller gespielt. Wie war es denn jetzt für dich, dass du ja quasi den Hauptdarsteller gespielt. Genau, quasi nach Florians Pfeife tanzen musstest? Das war super. Er ist ein guter Teamleader, er ist ein guter Chef. Es hat mir Spaß gemacht und ich musste immer über ihn lachen, weil ich wusste halt, wenn ich das Set verlasse, hat er noch richtig viel Arbeit. Deswegen war es einfach mal echt, es war toll. War er denn artig, oder? Ja, artig, naja. Hauptsache war gut, artig muss er gar nicht sein. Aber ich habe dann immer irgendwie auf Facebook gesehen, wie er postet gerade so, ah, herrlich, Südafrika im Pool, ah, im Meer, ah, Leute, die Sonne. Und ich immer so, wo ist der überall? Was macht der die ganze Zeit? Hat der ein Leben. Hat der ein Leben. Ja, und was würdet ihr machen, wenn ihr erfahrt, dass irgendwie euer Ende naht? Mit wem würdet ihr dann gerne was unternehmen wollen? Hättet ihr dann auch so eine Bucketlist? Das Ding ist sozusagen, uns die Bucketlist sollte, ich glaube, es geht darum, wie zufrieden man ist mit dem, was man eigentlich schon gemacht hat. Ne? Die Bucketlist ist ja immer irgendetwas, was man sich ausdenkt und irgendwie, uns ist aufgefallen, man kann auch in Kuba oder in Thailand sehr, sehr traurig alleine am Strand hängen, auch wenn man dann schon immer mal hin wollte. Ne? Also, muss jetzt aber auch sagen, dass wir natürlich insofern ein bisschen privilegiert sind, weil wir viel schon erlebt haben im Leben. Also der Beruf führt dich ja an Orte, an die du eigentlich so gar nicht kommen würdest. Aber tatsächlich glaube ich, wenn du jetzt irgendwie in der Mitte des Lebens irgendwann ankommst, dann geht es eher darum, dass du sagst, wie nehme ich die Sache, die jetzt kommt und nicht was muss es unbedingt sein. So, und zum Schluss jetzt nochmal die Frage, die ihr wahrscheinlich schon mehrfach gehört habt. Was war bis jetzt der geilste Tag für euch? Willst du die Wahrheit wissen? Ganz ehrlich, jetzt gerade hier mit dir, das ist der geilste Tag. Geiler geht's nicht. Also, das ist jetzt on the top. Das geht runter wie Öl. Danke. Da kann ich mich Matthias nur anschließen. Ja. Mein geilster Tag war, als Matthias Kinder zur Welt kamen. Ja, das war sein geilster Tag. Das weiß ich noch. Da hat er mich angerufen. Hat wirklich gesagt, Tränen in den Augen. Das ist für mich der geilste Tag. Besser wird's nicht. Ja. Super, vielen Dank. War das jetzt schon der geilste Tag? Das ist mir noch viel geiler.